Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra und wir sollen ja... Finde die Kriegerin, die einen Zopf trägt. So, hier war noch ein Schatz gerade. Bist du, Gell? Hier gibt es viele Sachen. Auch hier da drinne. Und... Mach mal auf. Ich bin nur in der Dolan. Ich den in der Switch es und gib nicht den vollen Bisbus. Ja, Vorrede. Ich bitte Elementus Senkungen. Die brauchen wir. Wir schauen uns mal kurz um. Dann gibt's hier. Ich habe gesehen auf der Karte. Hier in dem Dorf sind viele, viele Kisten. Truhen. Auch immer. Was ist das hier? Komm. Puppe, Silber und was nicht alles. Okay. Also. Ja, Orden. Das ist das normal, der normale Orden. Warte mal. Weltkarte. Hier. Seht ihr? So viel zum Einsammeln. Gehen wir mal zum nächsten. Da? Sind die Erdhütten, ne? Bestimmt mollig. Im Winter und im Sommer schön kühl. Aha. Von innen verschlossen, okay. Ja. Dann müssen wir hier durch Fenster schießen, oder? Okay. Alter, das ist wieder tricky. Wenn es hier durch das Fenster überhaupt geht, heißt das. Ah, warte mal. Knoten wieder raus aus dem Finger machen. Da ist doch nichts, oder? Ich stehe richtig ungünstig, aber vielleicht von der anderen Seite. Warte mal. Hier, Terra. Geht ja viel einfacher. Wo bist du? Geht einfacher, sagt er. Wie steht er hier mit Wöhnhaar? Komm weiter oben. Warte mal. Okay, vielleicht von weiter hinten. Jo. Läufer für Lieferräder! Ja, träumt mal weiter, Jungs. Ich bin doch kinkelig. Sprechen? Wer bist du denn? Nee, wir wollen erst die Kiste holen. So, wollen wir mit dir reden? Du da, was kannst du mir über die Nachtmare sagen, die Leute heimsuchen? Sagen? Dir sagen? Ich brauche dir nichts zu sagen. Sie finden schon noch früh genug den Weg zu dir. Diese Albträume verbreiten sich wie eine Seuche. Schlimmer noch, sie rauben dir den Verstand. Bildhaft, aber nicht hilfreich. Okay. Verrückter. So, besoffen? Ja. So, wir sollen ja... Wohin? Da oben hoch. Oh, das ist eine richtig schnelle Reise. Aber wir holen uns erstmal jetzt in der Folge. Na, nur für dich, sobald wir es schaffen, dann schaffen wir auch noch das andere. So. Da unten. Bum. Also laut Karte ist hier nicht viel zu tun, so wie es aussieht. Aber gut, kann man sich auch täuschen, ne? Der soll gegen Ranvieh kämpfen. Das mache ich ja überhaupt nicht. Und die kleine süße Ranvieh. Ranvieh, ich habe ihm gesagt, ne? Hä? Huch. Ach, Hund? Der hatte doch bestimmt die Tollwut, oder? Oh, Waffenrune. Der Hinterlist.
Hinterlist. Okay, schauen wir mal, wo ist sie denn? Ach, da. Angriffsschaden von hinten. Von hinten haben wir schon. Oh, so viele? Ist eine Waffenrune. Waffenrune. Da haben wir ja drinne Schaden, Elite-Schaden. Okay. Oh, was ist hier? Brief über die Familie der Braut. Inmitten all dieses Irrsinns behauptet die Mutter der Braut, die Feen hätten ihr gesagt, wie wir all unsere Probleme lösen könnten. Hat sie jetzt endgültig den Verstand verloren? Kann sein. So. Hier unten war doch auch nochmal. Nee, Schatz. Ne? Genau, da. Ein Schatz, eine Truhe. So. Ja, mach mal. Stockfisch. Oh, heilige Kuh haben wir gefunden. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit anfangen sollen. lacht er nicht noch was? Moment. Hier. Ein Holzbein. Oh ja, gut. Vielleicht brauchen wir das ja irgendwann mal mit Holzbein. So, der nächste wäre da oben bei der Hütte und hier unten aber noch, ne? Da drüben, gut. Der hustet hier. Ja, der ist auch krank, okay. Oh, Frori, der, ja, brauchen. Davon haben wir genug. Wir brauchen. Moment, wir brauchen. Na, Inventar. Wir brauchen die da. Rohmaterial. Darf man mal, wie viel wir davon haben. Oh, okay. So. Dann haben wir hier noch einen. Den holen wir uns auch gleich. Wo? Da drüben. Bischof, hey, ist wohl klar, ja. Sagt er. So, denn da oben beim. Da können wir auch Schnellreise machen, ne? Dann sparen wir uns den Weg da hoch. Oder wollen wir da hochlaufen? Na komm, denn. Lernen wir ein bisschen die Gegend kennen. Dicke Lader ist, warten euch. Entdecken wir noch, was wir hier machen können. Ich darf noch aus Versehen eine Nebenquest annehmen oder so. Hey, Lalam! Manalamanasala! Genau, hätte ich auch gesagt. Ich sage nur Verrückte auf der Insel. Passt ja zu uns, ne? Ich steh die Masi. Sprichst du Betungen? Ich bin vorbeigelaufen. Hier ist wieder der Flatterteil. Da komme ich eh nicht hinterher. Brauch ich gar nicht versuchen. Alter.
Oder war das das, was wir markiert haben? Ehrlich? Hä? Nee, ist da oben. Der Terre sich gerade falsch orientiert? Ich glaube ja. Ich glaube, ich bin Richtung Quest gelaufen. Och ja. Alles wieder voll ablenken lassen. Terra, Terra, Terra. Ja, sorry, meine Lieben, aber das passiert mir öfters. Da ich mich gut ablenken lassen von allen möglichen. So, aber jetzt. Jetzt gehen wir da mal schnurstracks hin, aber da habe ich Eisen erst gesehen. Für dreimal Eisen erst laufen wir da hin? Naja, gut. So. Zu sehen, ja, da. Ich habe das Gefühl, ich gehe wieder unter der Erde. Edgids Hütte. Ach, das ist ihre Hütte. Okay. Hä? Ach so, erst kaputt machen. Ne? Oh, Stoff, Leder. Davon haben wir reichlich. So, jetzt aber. Ach, hier ist sie schon. Okay. Na, wir reden mal mit ihr, ne? Was hast du für ein komisches Dorf hier? Erzähl mal. Da bist du ja, Edgyd. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich überlege, zurück nach Englerland zu gehen. Bist du sicher? Na. Mein Volk wird immer noch von Nachtmaren geplagt. Ach so, bei dir kann man ja losfahren. Du hast recht. Ich bleibe hier und kümmere mich um diese Albträume. Genau, genau. Deswegen sind wir hergekommen. So, jetzt aber. Zu unserer Hauptquest. Was ist hier? Total. Jo, ihr mit euren Göttersegnungen, wir haben alles gemobst. Hehe, habt ihr umsonst gespendet. Ja, apropos Spenden, wenn mich und den Kanal unterstützen möchte, könnt ihr es gerne tun. Unten in der Videobeschreibung, da ist ein Link. Einfach mal raufklicken, tut nicht weh. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr mich unterstützen wollt oder nicht. Also ist kein Muss, ne? Würde mich natürlich freuen. Dann könnte ich meine kleine Rente ein bisschen aufbessern. So. Den Betrag, den ich spenden könnt, der ist euch ja freigestellt, ne? Ist nicht so, dass ihr jetzt machen müsst. Weiß ich. 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. 4, 5, 6, 7, 8. Je nachdem, wie ihr möchtet. So. Okay. Komm. Oh, ganz schön weit, ne? Wir haben es auch ganz schön weit bis dahin. Und wegen den Spenden, ne? Also ich verdiene mit YouTube kein Pfennig, kein bin eigentlich auf eure Spenden angewiesen, wenn ich was verdienen möchte. Die laufen das Stück, ne? Wer ist sie denn? Oder er hier drin? Waren wir schon? Hä? Waren wir schon drin? Kann das sein? Ach nee, ist das Geschäft. Ups, sorry. So.
Tipp machen wir noch, egal wie lang die Folge ist. Letzte Folge war ja auch hier ein bisschen über eine halbe Stunde, ne? So. Aber das Randvieh damit was zu tun haben soll, ich glaube nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Muss ich mal dazu sagen. So. Abseits der Wege entdecken wir die meisten Sachen. So. Und wenn wir den Schnellreisepunkt finden, dann werden wir die gleich mitmachen, ne? Aber ich glaube dabei dahinter, ne? Ah, gut. So, wie weit noch? 300 Meter. Hier fängt das Land der Christen an, oder was? Ach so, der ist schon tot. Das sieht ja gar nicht gut aus, wenn hier schon Tote auf dem Weg liegen. Verlassenes Lager. Okay. Hier wurde kräftig gekämpft. Oh, oh, oh. So, schon mal ein bisschen die Finger auseinanderknoten. Seltsam. Valka sagte, ihre Vision wäre umwölkt gewesen. Sah sie Randvieh umgeben von diesem Schleier? Ein Friedhof. Oder in Valkas Worten, ein Schauplatz des Todes. Mhm. Okay. Gut, da geht's. Gibt einen Eingang. Oh. Ja, ja. Eine verfluchte Kirche. Oh. Fehlt nicht mehr viel, dann kriegen wir die nächsten zwei Punkte. Na? Haha, da sind wir. Ach, so sehen wir aus, ja stimmt. Düster, düster. Na, wer ist das? Valka hatte recht. Randvieh! Echt? Och nö. Nein. Cassandra. Aha. Cassandra kennt die nicht aus. Und wer bist du? Was heißt das? Creed Odyssey? Deine ich glaube, Gegnerin. Ne? Oh, oh, oh. Ich glaube, die war von Odyssey, ne? Die Cassandra. Ja. Oh, die ist gut. Boxkampf oder was? Kann diese Randvieh denn gut mit der Axt umgehen? Das kann sie. Viel besser als du. Oh. Ja. Oh. Mir ist ein Speer lieber. Ich habe ein Speer. Wie kämpfen können. Du bevorzugst also auch andere Waffen. Wo hast du diese Klinge her? Du redest zu viel. Sag ich dir. Oh Mann. Aha.
Scheint, als sollten wir uns mal über ein paar Dinge unterhalten. Ja. Schön. Wenn es sein muss. Okay. Zack. Also, Gegnerin, hast du einen Namen? Eivor, ich nehme an, du bist eine der Verborgenen. Nicht wirklich. Aber ich bewundere ihre Arbeit. Mhm. Wenn du keine klaren Antworten gibst, sollten wir lieber weiterkämpfen. Ich bin keine Verborgene, aber ich habe Freunde unter ihnen. Und oft ähneln sich unsere Ziele. Ich nehme an, das gilt auch für dich. Ja. Ja, so ist das. Ja. Ich bin mit einigen der Verborgenen befreundet und teile ihre Ziele. Dann haben wir womöglich mehr gemein, als wir dachten. Du hast mir noch nicht gesagt, warum du hier bist. Und woher du kommst. Ich bin so viel gereist, es ist lange her, dass ich von irgendwoher kam. Aber vor langer Zeit war die griechische Welt meine Heimat. Ich bin hierher gekommen, um nach einem uralten Artefakt zu suchen, das dieser Insel viel Ärger bereitet. Du meinst die Albträume? Eine Seherin sagte mir, dass eine Person inmitten des Todes auf dieser Insel sie verursacht. Dieselbe, die mich für jemanden namens Randvi hielt? Vielleicht hatte deine Seherin einen schlechten Tag? Ja, willst du mir erzählen, du wärst nicht für all diese Leichen verantwortlich? Ich sah, wie diese Leute sich in ihrem schlaflosen Wahn gegenseitig zerfleischten. Das alles wird von dem Artefakt verursacht, nach dem ich suche. Aha. Normalerweise würde ich nicht lange brauchen, um es zu finden, aber dieser Nebel macht es schwierig. Nahezu unmöglich. Wenn ein Fluch dich so leicht abhalten kann, wie gedenkst du dann in der Welt der Träume und Geister zurechtzukommen? Ein Fluch? Du kennst die Geheimnisse dieses Landes sehr gut. Ich... Ne? Hast du etwas gehört? Nein, nein. Hör zu. Etwas sagt mir, dass wir zusammenarbeiten sollten. Und wie genau kommst du darauf? Es ist doch offensichtlich. Du willst die Albträume aufhalten und ich will das Artefakt, das sie verursacht. Hilf mir, den Nebel zu lichten, damit wir es finden können. Ja. Und nach diesem Zusammentreffen soll ich wirklich glauben, dass nicht du die Ursache für die Albträume bist? Ich schwöre dir, ich will sie beenden. Na gut. Wir können zusammenarbeiten. Ja. Vorerst. Vorerst. So. Zerstöre das verfluchte Zeichen. Wo? Irgendwo hier, ne? Okay. Muss hier irgendwo ein Zeichen sein. Jetzt kommt er mir hinterhergelaufen. Na toll. Aber bestimmt in der Kirche. Ach so. Helfen wir mit. Ich brauche drüben natürlich. Hilfe. Hier. Da oben. Das ist nicht das Zeichen, aber... Du bist ziemlich stark. Du musst das wissen. Ich hatte bei dem Kampf eben schnell die Oberhand. Und dein Stolz steht deiner Stärke in nichts nach. Wenig überraschend. Och, komm jetzt, hör auf wieder hier. Das umhergeeiert, das reinspringt, das ist doch... Da unten runter. In die Katakomben. Ein interessanter Tempel. Ich bin weit gereist, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du die Baukunst bewundern oder den Nebel auflösen? Ich will mitnehmen, was ich kann. Ja. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Nee, wir auch nicht. Wir wollen bloß kurz einsammeln und dann...
Artefakt muss hier unten sein. Da ist rot. Ah, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da am besten hin? Ne? Ah, ja, okay. Reicht das schon oder andere Seite? Okay. So. Oh, was ist das hier? Alter, fallen wir rüber und gleich durch. Warte mal. Bringt das was? Ich glaube nicht, ne? Deswegen sind wir jetzt hier. Gute Frage. Warum sind wir hier reingegangen? Kommt hier rüber. Irgendwo brauchen wir das Ding. Würde ich mal meinen. Bloß wo? Na, erstmal wieder zurück. Ja. Gott. Warum vibrierst du so, Gamepad? Hä? Okay. Alter, ist das düster. Stelle, wo wir durch müssen. Ach hier, okay. Könnten wir auch mit Teil und Bo machen, ne? So, komm. Also, das ist schon dunkel, aber wenn noch von hinten die Sonne auf dem Laptop scheint, dann ist es noch schwieriger. Noch Abstand? Okay, da. Hui. Gut. Das Land kann wieder aufatmen. Gut. Ausgezeichnet. Der Fluch schwindet. Ja. Nun wird es viel leichter sein, das Artefakt zu finden. Mhm. Ich bin froh, dass ich dich mitkommen ließ. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Du stellst meine Geduld wirklich auf die Probe. Die Enge hier macht es auch nicht gerade besser. Suchen wir einen Weg hinaus. Jo. Wir wollen erstmal Punkte verteilen. So. Fling, flong, flong. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das war, ich glaube, schon wieder lang genug. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ne? Dann lasst einen Daumen nach oben da. Empfehlt mich gerne weiter. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. So. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht mit der Cassandra, die war, ich glaube, die war doch von Odyssey, ne? Dann müsst ihr wieder einschalten. Dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Terra.